In diesem Video wollen wir nochmal einen Rückblick auf das gestrige Spiel der Eintracht aus Frankfurt im bulgarischen Sofia werfen. Wie wir bereits in einem gestrigen Beitrag erwähnten, kam es am Vorabend des Spiels bereits dazu, dass mehrere einheimische Mobs in der Stadt auf Adlersuche waren. Da sich am Abend nichts mehr ergab, konnte jedoch für den Spieltag ein faires 15 gegen 15 ausgemacht werden, was die Gruppe Sofia West nach etwa 50 Sekunden für sich entscheiden konnte. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass Frankfurt mit einem Mixhaufen aus Ghouls und Ultras auf dem Acker antrat. Die in etwa 1200 Frankfurter schafften es pünktlich in den Gästeblock, der von beiden Seiten an einen Pufferbereich angrenzte. Nachdem die Heimseite mit einer großen Choreografie ins Spiel startete, hatten auch die Eintracht-Fans was im Gepäck. Zu Beginn von Halbzeit 2 wurden gut und gerne 30 Blinkfackeln im Auswärtsblock angerissen, was ein solides Bild ergab. Die Szene der Hessen rund um UF verzichtete auf sämtliches TIFO-Material, der Zaun war dennoch vollbehangen mit allen relevanten Gruppen der SGE. Nachdem Frankfurt in letzter Sekunde noch den 1:1 Ausgleich kassierte, wurde der Abend in der bulgarischen Hauptstadt noch einigen zum Verhängnis. Aus mehreren Portalen war die Rede von Überfällen auf einzelne Frankfurter Kleingruppen sowie Einzelpersonen. Dabei wurden Trikots, Schals und Shirts von den Bulgaren entwendet. Es bleibt also spannend, was uns das Rückspiel am kommenden Donnerstagabend im Waldstadion Frankfurt beschert. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.